Finde ich auch ein bisschen schade, dass man in dem Solarmodul mehr von der Pracht des Gasriesen sehen kann, als hier im eigentlichen Spiel. Hm. Solarmodul wird gebaut. Ja, ja, Strom kommt gleich. Macht hungrig. So, 8 davon. Ich würde gleich noch ein Solarmodul bauen, rein vorsichtshalber. Kriegen wir ein kleines hin, um den Boden zu bereinigen. Da fehlt uns ja auch noch das Kolossalmodul, ne? Also die nächstgrößere Variante. Glaube ich zumindest. Und das ist das normale, sehr große. Mal klein, mittel, groß. Das ging ja schon immer. Und dann gibt es ja noch eine Stufe. Okay, der füllt sich gerade. Nacht kommt gleich wieder. Da ist der dran. Den kriegen wir auch voll. Okay, die Stromversorgung reicht aus, um momentan alle zu füllen. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur sehen, ob die ausreichen, um die Basis die Nacht über zu versorgen. Halt, 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 da ist einer. Okay. Fleisch ist fast leer. Ach, die arbeiten. Och, ja! Le Bam! Super. Gucken wir mal nach, was wir verloren haben. Wache, glaube ich. Oh, Arbeiter und Biologen haben wir verloren. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ja, die olle Abdeckung hier mit den Meteorabfanggläsern und Teleskopen, die haut einfach nicht hin. Da ist ständig irgendwas unbesetzt. So, du kommst dahin. Nächster Bauauftrag wäre der hier. Ja, okay, setzen wir dich mal dahin. So, Landefälle sind ja noch aus. Die lasse ich jetzt auch mal aus, bis am Tag wieder alles gefüllt ist. Ich möchte jetzt ohne die Landefelder sehen, sind ja 38 Energie, die da verbraucht werden, wie weit wir hier kommen. Oh ja, schnell. Alle rein, alle rein! Bringt euch in Sicherheit. Wir brauchen unbedingt Biologen. Fällt mir gerade ein. Ja. Sonst verhungern uns die Leute gleich. Und ich glaube, wir brauchen noch eine Kantine, die uns Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Ah, da ist nicht richtig am Arbeiten. Die Biodome sehen mehr oder weniger gut aus, wie das jetzt gerade nicht. Also zumindest Gemüse bekommen wir genug. Ich kann das jetzt nicht abschätzen, ob wir ein neues Labor setzen sollten oder ob es einfach bloß schlecht läuft, dass wir deswegen so wenig Fleisch im Vergleich dazu kriegen. Und da ist der nächste Terror. Ja, da sind immer noch welche. Würde ihr bitte erledigen. So, dankeschön. Ich will immer noch Selbstschussanlagen an dem Eingang. Und stärkere Kontrollen. So, oh, da ist es.
Oh, das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Das können wir uns, glaube ich, nicht leisten. So, hauen wir erstmal die 15 raus. Dann nehmen wir das ganze Geld noch dazu. Arzneimittel. Müssen wir sehr viele, sehr wichtige Ressourcen raushauen. Aber damit können wir es uns leisten und haben dann endlich das ganz große Modul. Du in 1000 Jahren nicht, du in einer Million Jahre nicht. Wie auf Priorität, dann werden hoffentlich die Halbleiter dahin gebracht. Man muss jetzt wirklich zusehen, dass die hier am Leben bleiben. Ich möchte ja gerne verhindern, dass die Basis mal wieder wegen irgendeinem Murks hier über Kopf geht, nur weil ich zu stark, zu schnell expandiere oder sowas. Versuche ich jetzt stärker darauf zu achten, aber man sieht ja, das passiert dann mal ganz schnell, dass man in den Bereich rutscht, dass es nicht so ganz hinhaut. Jetzt haben wir das Problem, also Strom läuft gerade nicht sehr gut, Nahrungsmittelproduktion läuft gerade nicht sehr gut und wir haben jetzt auch noch einen Meteoranschlag, deswegen Kolonistenrückschlag sozusagen. Ja. Das ist wieder so ein Punkt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt fehlen uns die Biologen hier natürlich. Mal gucken, sind schon welche angekommen? Ja, zwei. Wir waren zwei, ich glaube 32 Biologen waren wir. Ich würde so gern auf 40 jetzt hoch, damit auch garantiert alles versorgt ist. Und ich würde noch eine zweite Kuhfarm hier hinsetzen. Traue mich aber gerade nicht, das Ding zu bauen. Das Ding hat Prioritäten. Der wird vorher gebaut. Hey! Okay, da kommen Biologen. Ja, ein gut sitzender Meteoreinschlag und man hat hier einen echt üblen Rückschlag. Also das geht jetzt noch, ne? Stellt man sich vor, da wären jetzt, was weiß ich, so 15 Biologen draufgegangen. Ich glaube, das hätten wir da sofort gemerkt. Miese Kommission. So viele schöne Bots. Hätte ich gern. Ich hätte gern die ganzen Bots. Was für eine Entlastung die auch darstellen. So, 84% Abfangwahrscheinlichkeit, aber nur ein Meteorabfanglaser am Start. Ja, uns fehlt der eine Dingsbums jetzt auch. Waffenwerkstatt, nein, da. Halbe Leiternfertigung. Okay, der wird hergestellt, super. Wasser geht gerade auch extrem sogar. Wir haben ja so viel Wasserüberschuss. Eben nach den Teleskopkonsolen. Wir haben fünf Konsolen. Ja, ich möchte dann noch ein Teleskop. Achso, ich muss das ja so bauen, dass man auch rankommt zur Wartung, ne? Das darf ich ja nicht immer vergessen. Wenn ich die Luftschleuse da innen stehen lasse, so wie ich es da getan habe. So, jetzt kann ich auch das Wassertürmchen hier mal nehmen. Düpp, 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 düpp. Da. Wassertürmle. Na komm. Und Schniggelschnaggel. Ich hätte jetzt gerne noch aus dekadenten Gründen Schniggelschnaggel dazwischen. Okay, das lasse ich erstmal. Sind auch echte Kolonisten angekommen oder wieder ein Überfallkommando? Okay. Der steht ja immer noch nicht. Achso, dir fehlt jetzt nur das Ding. Das müsste auch langsam mal fertig sein. 68%, okay. Und ich hoffe, das geht auch dahin zum Bau. Nicht, dass er das in eine Waffe reinhaut oder so. Oder in einen Bot. Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass die Produktion von so einem Bot mindestens so lange dauert wie Halbleiterfertigung. Also wir müssten massiv mehr Halbleiter herstellen. Leider haben wir zu wenig Output an Metall dafür. Was kann ich dir damit geben? Du möchtest bestimmt Bioplaste. Weil wir so wenig davon haben, möchten wir das unbedingt abgeben. Ups. Oh. Hauptsächlich nehmen wir jetzt Geld und den Rest füllen wir bei dir mal mit Erz. Ups. So, Bioplaste. Ups. 53. 66 haben wir noch 13 übrig. Das ist okay. Das ist okay. Gut, machen wir es mal so. Ja, es sind wieder ganz viele Leute gleich am Schleppen. Ist mir egal. Her mit dem Zeug. Alles meins. So, Wassertürmchen stehen. Nicht einer ist angeschlossen. So, wie fahren wir jetzt? 111, ey, Schnaps halt. 111 und 11. Okay. Ja, über die kleinen Dinge muss man sich hier freuen. So, 37 Biologen, okay. Ich war trotzdem mal, also 40 Biologen, ich bin da jetzt eiskalt, das machen wir. Das machen wir einfach. Egal, vollkommen egal. So, wir könnten ja, ne, also wenn ich den Plan verfolge, was ich mich ja nicht getraut habe, dann könnten wir ja trotzdem hier, ne, Labor, Labrador, du, dann gehen wir hier rum, da wieder ran. Ich glaube, das ist sehr ineffizient mit diesen inneren Bereichen und der Extra-Schleuse, ne, weil die Wege dadurch sehr lang werden, aber ja, ne? So, Latte. So, der steht. 84% Wahrscheinlichkeit, der steht. Ja. Ne? Löström würde ich jetzt ganz gerne mal wieder erweitern. So, hier ist dahin. Du wartest auf Material. So ziemlich alles andere auch hier. Sind leer und der ist noch nicht angezackt. Okay. Okay, okay. Ich habe es wieder nicht gesehen. Sind da. Ich rechne jedes Mal mit Überfallkommandos. So, hier, Kolonisten aus. Halt! Nein, was klicke ich denn? Besucher an. Wegen dem Extraverdienst, ne? Okay, das ist alles dran. 94% Wahrscheinlichkeit schon mal, wenn sie denn alle besetzt sind. Ich vermute, wir müssen auch irgendwann noch ein zusätzliches Kontrollzentrum bauen, um mehr Konsolen zu haben. Also wir brauchen ja für jedes Teleskop eine Konsole, aber ein Besucher, der auch wirklich Besucher ist, okay. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich davon profitiert, aber ich hätte dann ganz gerne so zwei Konsolen pro Teleskop, sodass auch immer einer dran sitzen kann. Aber ich vermute mal, das funktioniert hier nicht. So, wo sind wir da? Ich habe da gesehen, da stand ein Bot gerade doof in der Gegend rum, der kaputt war und nicht repariert wurde. Vielleicht brauchen die mal eine zweite. So, Labor wurde gebaut. Labor wird sauerstofflich versorgt. Und Labor wird verwandelt in eine Fleischfarm. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
erstmal nicht reich, du. So, Kuh. Schweinderl. Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen. Kuh. Schweinderl. Hühnchen. Und das ist dann eine Kuh. Ich gehe da immer direkt jetzt auf rote Alarmstufe, dass auch alle mitkämpfen. Das ist ja nicht. Ist ja. Überall nur Radikale hier. So, Hühnchen, das Hühnchen und Schweinchen. So, dann passt das in etwa. Ich glaube nicht mal, dass das eine Auswirkung hat, was wir da nehmen. Dass das berücksichtigt wird. Das glaube ich wirklich nicht. Der hat jetzt beide dabei. Mhm. Okay. Von mir aus, bitte. Ich kaufe auch nichts. Okay, die Nahrungsmittel steigen langsam wieder. Langsam im Moment, aber sie steigen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich gucke jetzt mal, wo hier die nächste Kantine ist. Da haben wir eine. Dann setze ich hier nämlich eine Kantine erstmal hin. Damit wir auch einen größeren Vorrat an Dingsy-Dings kriegen. Mahlzeiten, jetzt habe ich es. Da fällt einem das Wort nicht ein. So, so. Dann müssen wir hier mit dem Sauerstoffgenerator wieder weiter. Ich will nicht gerade einen großen bauen, nee, ne? Das lohnt sich nicht wirklich. Bevor ich da einen großen hinsetze, würde ich ganz gerne, ne? So, du gehst dahin. Du gehst dahin. So. Ja, die Energiespeicher gehen mal wieder leer, aber wird schon wieder Tag. Scheint auch zu passen. So, okay. Ich werde jetzt erstmal einen Cut machen, die Folge hier beenden. Wir haben so die ersten kleineren Krisen wieder überstanden. Scheint ja erstmal hinzuhauen. Mal gucken, wie das auch mit den Meteorabfanglasern jetzt funktioniert. Ich hoffe, ein bisschen besser. Ja, mal sehen, ne? Also, ich will dann wirklich, also wenn das hier ein bisschen läuft, hier noch ein bisschen Support machen, dann will ich wirklich endlich mal hier den Raumhafen ausbauen. Das wird langsam mal Zeit. Das nervt mich selbst, dass es nicht vorangeht. Okay. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.